Herr Bistron, wir haben durch die Medien erfahren, dass Sie nach 5 Monaten der Beobachtung durch den Bayerischen Verfassungsschutz nun nicht mehr beobachtet werden. Seit wann wissen Sie denn davon, von der Nichtbeobachtung? Naja, das ist eine gute Frage, denn offiziell hat mir die Behörde das immer noch nicht mitgeteilt. Und wir haben es erfahren eigentlich mehr aus der Presse oder aus dem Schriftverkehr zwischen den Anwälten in dem Verfahren, wo ich den Freistaat verklagt habe wegen der Unrechtmäßigkeit der Beobachtung. Und da hat dann der Freistaat Bayern der Behörde dann mitgeteilt, naja, eigentlich wird der Herr Bistron jetzt nicht mehr beobachtet, jetzt müssen wir den Prozess gar nicht mehr zu Ende führen. Also sozusagen mittelbar mitgeteilt. So ist es. Was ist denn jetzt so viel anders, dass Sie nun nicht mehr beobachtet werden? Naja, was sich geändert hat und worauf auch die Behörde abzielt, ist, dass sie sagt, ich bin jetzt ein Bundestagsabgeordneter und da gibt es auch Urteile vom Bundesverfassungsgericht, dass die Hürden für die Beobachtung eines Bundestagsabgeordneten viel höher sind wie bei einem normalen Bürger und deswegen soll das eingestellt werden. Wobei, da muss man auch ganz deutlich sagen, es gibt eine Reihe von Bundestagsabgeordneten, vor allem von den Linken und Gregor Gysi, den kennt ja jeder, also auch wirklich Prominente, die über Jahre beobachtet wurden, obwohl sie im Bundestag waren. Also bei Gysi hat es ja über 3 Jahre gedauert. Sie schließen daraus, dass das nicht so ganz der einzige und wahre Grund ist. Naja, die Beobachtung war von Anfang an unrechtmäßig. Sie hatte keine wirklichen Gründe, es war einfach nur ein taktisches Manöver der CSU im Wahlkampf. Also das ist ja völlig offensichtlich und die Videoaufnahmen gibt es ja dank YouWatch. Also man hat diese Inszenierung bei der Pressekonferenz gesehen, wie das alles zustande kam. Und deswegen ist das so schnell jetzt vorbei nach 5 Monaten. Das gab es, glaube ich, in der Geschichte Deutschlands noch nie, dass es bei einem Politiker nach nur noch 5 Monaten eigentlich eingestellt werden muss, weil es war einfach wirklich aus der Luft gegriffen. Hatten Sie denn da den Eindruck, dass das in Gesprächen, in der politischen Diskussion gegenüber den Medien Sie sehr stark tangiert hat, dass Sie beobachtet wurden? Also wurde das schon stark gegen Sie eingesetzt oder war das gar nicht so bedeutend für die Bürger, die Medien etc.? Naja, da gibt es 2 Aspekte. Auf der einen Seite war das schon missbraucht worden von Teilen der Medien und auch von politischen Gegnern, auf jeden Fall. Man sieht das auch an der ungleichen Behandlung, zum Beispiel durch den Bayerischen Rundfunk. Also der Bayerische Rundfunk ist schon sehr uns sehr feindlich eingestellt, der AfD, der hilft schon der CSU, wo er kann, so empfinde ich das. Und man hat es gesehen, als die Beobachtung kam, dann hat der Bayerische Rundfunk das in der Online-Ausgabe ganz groß rausgebracht. Das war der Aufmacher, nicht? Und da hieß es sogar Paukenschlag, Bistron wird beobachtet. Und jetzt in der gleichen Sache immer noch, nicht? Die Beendigung der Beobachtung, das haben die dann so still und leise irgendwo online mal verkündet, aber so, dass das nicht mal die eigenen Redakteure des Bayerischen Rundfunks mitbekommen haben. So gut ist das versteckt, weil da andere Kollegen noch am gleichen Tag einen Bericht geschrieben haben, in dem noch steht, ja, Bistron wird immer noch beobachtet. Also da sieht man schon, wie man damit gearbeitet hat. Natürlich haben das Politiker anderer Parteien versucht zu missbrauchen. Janeczek von den Grünen, Leute von der SPD haben versucht, das immer wieder gegen mich zu instrumentalisieren. Was sehr schön ist, ist die Tatsache, dass unsere Wähler das durchschaut haben und dass wir die besten Ergebnisse in Bayern dort erzielt haben, wo auch meine Kollegen von der AfD mit diesem Thema sehr offensiv umgegangen sind, wo sie sich über die CSU lustig gemacht haben, wo sie das auch bei jeder Veranstaltung, wo ich dabei war, wo sie das auch wirklich offen kommuniziert haben. Und das war in Niederbayern der Hammer. Ergebnisse bis zu 20%. Ja, kommen wir da mal vielleicht dazu. Wie war das denn innerhalb der AfD? Haben Sie da Solidarität erfahren oder haben Sie da auch Distanzierung erfahren nach der Verkündung der Beobachtung? Naja, beides. Also Sie wissen ja, dass es gerade in den Tagen erfolgte, als wir die Listenaufstellungen durchgeführt haben. Und das war für viele natürlich sehr, sehr bedrohlich.
Einige Mitglieder hatten auch Angst, dass die ganze Partei unter Beobachtung des Verfassungsschutzes geraten könnte und haben von mir verlangt, dass ich sogar als Vorsitzender zurücktrete. Sie wollten auch nicht, dass ich für den Bundestag weiter kandidiere. Also das hat schon zu einer großen Spannung in der Partei geführt. Auf der anderen Seite führte das zu einer sehr, sehr großen Welle auch der Solidarisierung, zum Teil auch von meinen früheren parteiinternen Gegnern. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das rechne ich denen sehr hoch an, ja, dass sie immer zwischen der Sache unterscheiden konnten, ja, an der Sache unterscheiden konnten. Und dass sie mir da in dem Moment auch den Rücken gestärkt haben und gesagt haben, nein, wir lassen uns da jetzt von der CSU nicht verarschen und wir stehen wie ein Mann hinter Bistron. Und das war dann die ganz, ganz große Mehrheit, also viele Mitglieder standen hinter mir. Das hat sich eindrucksvoll gezeigt dann auch bei der Aufstellungsversammlung, wo ich dann mit 2/3 Mehrheit gewählt wurde. Und am Ende hat das eigentlich die Partei vereint und wir sind dann geschlossen in den Wahlkampf gegangen. Und man sieht das auch an den Wahlergebnissen. Das hat uns dann gut getan. Inwiefern hat Sie das denn, naja, ich sag mal, beunruhigt oder auch vielleicht unsicher gemacht im Kontakt mit anderen? Also war diese Beobachtung für Sie spürbar? War sie irgendwo, es werden jetzt sicherlich keine Schlapphüte vor der Haustür gestanden haben, aber man geht ja dann wahrscheinlich auch davon aus, dass das ein oder andere, was man so in dem Privatbereich verortet, dann auf einmal vielleicht gar nicht mehr so privat ist. Ja, das Problematische ist eher, dass die Menschen nicht wissen, was so eine Beobachtung bedeutet. Faktisch ist das nur ein besseres Presseclipping. Also das bedeutet, da sitzt ein Beamter irgendwo und wertet meine öffentlichen Aussagen aus. Das heißt, der liest nur die Presse, schaut sich das Internet an. Und die Sachen wertet er dann aus. Also es steht tatsächlich niemand vor der Tür. Also die Beobachtung an sich war ja gar kein Problem. Das Problem ist ja eben die inszenierte Verkündung mitten im Wahlkampf. Ja, deswegen wurde das ja gemacht, um mich zu stigmatisieren, um auch mal Zwietracht in die Partei hineinzutragen, um nach außen zu signalisieren, dass was eben nicht die Wahrheit ist, ja, wir wären vermeintlich gefährlich oder sowas. Also das ist ja das, was die CSU die ganze Zeit den Eindruck erwecken wollte. Und deswegen hat sie das gemacht.